Liebe Gäste hier in der Aula und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu Hause an den Bildschirmen, guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Tag unseres Frauenmilchbank-Symposiums hier in diesem schönen Gebäude. Ich hoffe, Sie haben sich gut erholt vom Gesellschaftsabend im zünftigen Roten Bären, dem ältesten Wirtshaus Deutschlands. Auch heute liegt ein spannender Tag vor uns. Wir haben 8 interessante Vorträge, eine sehr kurzweilige Frage- und Antwort-Session. Bitte noch unsere Pinnwand vervollständigen. Da sehe ich nämlich erst 2 Fragen drauf. Dann haben wir 2 Pausen, wo Sie sich stärken können und auch noch mal in Kontakt treten können mit unseren Partnern von der Industrie. Vielen Dank nochmal auch hier für die Unterstützung für unser Symposium. Außerdem haben wir noch einen Survey. Da können Sie sich gerne an unsere Kollegin Heather Josemper richten. Wo sitzt sie? Hier. Und sie mit einem anonymen Survey unterstützen. Das hat eine großartige Arbeit vor sich. Und es wäre schön, wenn Sie da mitmachen bei diesem ersten Schritt dazu. Bevor wir jetzt im Programm mit den Vorträgen starten, noch ein ganz wichtiger Programmpunkt. Auch dieses Jahr verleiht die FMBI eine Ehrenmitgliedschaft für besondere Verdienste im Frauenmilchbankwesen. Es ist mir persönlich eine sehr große Ehre, dass ich diese Verleihung vornehmen darf. Vielen Dank, Daniel. Die Person, die die Ehrenmitgliedschaft der FMBI verliehen bekommt, ist Ihnen bestimmt allen bekannt, hier im Saal und auch zu Hause. Wir haben Frau Dr. Skadi Springer ausgesucht und sie bekommt für die Pflege und den Erhalt der Frauenmilchbanken unsere Ehrenmitgliedschaft verliehen. Sie kann leider heute nicht in Präsenz hier mit uns sein und bedauert das auch, soll alle schön grüßen. Sie verfolgt unser Symposium von zu Hause online. Frau Dr. Springer ist Kinderärztin und Neonatologin und außerdem auch schon seit vielen Jahren internationale Still- und Laktationsberaterin. Sie war lange Jahre in der Neonatologie der Kinderklinik der Universität Leipzig tätig und war dort unter anderem für die Frauenmilchsammelstelle, so hieß das damals noch, verantwortlich. Als ärztliche Leiterin und sie hat auch dort, wie gestern schon erwähnt, die Müttersprechstunde viele Jahre geführt und auf die Gesundheit von Müttern und Kindern und auch der Frauenmilchspenderinnen geachtet. Das ist auch der Ort, an dem ich Frau Dr. Springer kennengelernt habe, als ich damals an der Kinderklinik angefangen habe zu arbeiten. Und ich kann mich auch noch an die Vorlesung erinnern im Studium, wie sie mit Inbrunst die Ernährung von Früh- und Neugeborenen mit Muttermilch oder Frauenmilch verfechtet hat. Sie hat schon früh den Kontakt zu anderen Frauenmilchbanken gesucht, nicht nur in Deutschland, aber auch in anderen Ländern in Europa und auf anderen Kontinenten. So hat sie schon früh nach der Wiedervereinigung Kontakt geknüpft zur nordamerikanischen Milchbankvereinigung Humana und aber auch zum britischen Milchbankwesen. Vor vielen Jahren hat sie dort Gillian Weaver kennen und lieben gelernt, die heute auch unter uns ist und uns dann auch einen Vortrag halten wird. Sie sitzt irgendwo in den, da ist sie hier in den hinteren Reihen. Frau Dr. Springer kümmerte sich in der Frauenmilchbank Leipzig auch um Daten, um Statistik. Und zwar zu einer Zeit, in der das recht wenige Neonatologen interessiert hat. Und es ist ihr zu verdanken, dass wir heute wertvolle Daten aus
dieser Zeit vorliegen haben. Das ist eine Grafik, die sie selbst gemacht hat. Die Anzahl der Spenderinnen als rote Balken und die Anzahl der Spenderinnen Milch in der Frauenmilchsammelstelle FMS der Universitätskinderklinik Leipzig, und zwar aus den Jahren 1951, und das geht hier bis 18 etwa, bis 2018 etwa. Und wenn Sie mal auf die Anzahl der Spenderinnen schauen, in den 60er, 70er Jahren, da hatte die Milchbank Leipzig über 200 Spenderinnen im Jahr. Und man muss ja auch nicht denken, dass dort 10-mal mehr Leute gearbeitet haben, um diese Spenderinnen zu betreuen. Im Gegenteil. Aktuell haben wir um die 50 Frauenmilchspenderinnen. Und die Menge der Milch, die damals gespendet wurde und auch an andere Kliniken und auch privat abgegeben wurde, peakte da in den 80er Jahren bei um die 14.000 Liter in einer Frauenmilchbank. Frau Dr. Springer hat auch ein, das muss ich jetzt mal noch. Ein immens wertvolles Werk geschrieben unter ihren sehr vielen Publikationen über Frauenmilch und Frauenmilchspende. Das war die Bibel jahrelang für die Arbeit in Frauenmilchbanken. Sie hat 1998 herausgegeben, die Leitlinie für die Einrichtung und zur Arbeitsweise von Frauenmilchbanken. Wer das Büchlein in den Händen hat, weiß, wie strukturiert dieses Werk aufgebaut ist, so strukturiert, wie Frau Dr. Springer auch immer gearbeitet hat. Und auf der Seite sind auch hier evidenzbasierte Empfehlungen gegeben mit Literaturangaben. Es gab kein solches weiteres Werk in der damaligen Zeit. Die Aufgabe ist mittlerweile vergriffen. Sie können es nicht mehr kaufen. Und ganz besonders wertvoll für mich, ich habe dieses 2004 von Frau Dr. Springer bekommen, mit einer Widmung von ihr, als ich die Frauenmilchbank Leipzig weiter betreuen durfte. Eine weitere wichtige Publikation, auch aus dem Jahr 1998, kennen Sie vielleicht auch, Frauenmilchsammlung, ein alter Zopf. Das war zu einer Zeit, in der die meisten Neonatologen sich nicht gerade um Ernährung gekümmert haben. Da waren andere Themen im Vordergrund, Beatmung zum Beispiel. Und Frauenmilchspende oder Ernährung mit Frauenmilch, vielleicht sogar überhaupt die Ernährung mit Muttermilch, war für viele Neonatologen auf den Kongressen ein sehr exotisches Thema. Unermüdlich hat sie sich über all die Jahrzehnte für die Arbeit in den Frauenmilchbanken, für die Frauenmilchspende und für die Ernährung und auch das Stillen eingesetzt. Sie war viele Jahre Mitglied in der Nationalen Stillkommission und hat in Leipzig 2003 den Stillstammtisch gegründet, was dann 2005 in den Verein Stillforum e.V. überführt wurde. In den Anfängen der 2000er Jahre gab es in Deutschland etwa noch 10 Frauenmilchbanken. Das ist mal hier eine Karte von April 2010. Ihnen fällt vielleicht das markante Detail auf, wo diese Frauenmilchbanken lokalisiert sind, allesamt in den neuen Bundesländern. Und Frau Dr. Springer ist es zu verdanken, dass diese Frauenmilchbanken überlebt haben und wir darauf die FMBI aufbauen konnten. Auch unsere Symposien, dieses vierte Symposium hier, ist eigentlich eine Nachfolge auf die Frauenmilch Spendesymposien von Frau Dr. Springer, die traditionell in Leipzig veranstaltet wurden. Und Sie sehen hier mal zwei Deckblätter von Flyern, einmal von 2009, einmal von 2014. Diese Symposien waren gedacht, um einerseits neues Wissen über die Frauenmilchbank und Frauenmilchspende zu vermitteln, denn Frau Dr. Springer ist ja immer zu internationalen Kongressen gefahren und hat das aktuelle Wissen mitgebracht. Und dies dann den Mitarbeiterinnen der Frauenmilchsammelstellen näher zu bringen.
Ärztliche Kolleginnen und Kollegen waren Exoten auf diesen Symposien. Da kamen wirklich die, die die Arbeit in der Frauenmilchbank oder Frauenmilchsammelstelle gemacht haben. Und das war eigentlich wirklich ein Highlight für die Mitarbeiterin, jedes Jahr nach Leipzig zu kommen und da neues Wissen vermittelt zu bekommen. Am Ende des Tages wurde dann auch die Milchbank Leipzig besichtigt. Ein Mitwirken Deutschlands in der Europäischen Milchbankorganisation der EMBA ist auch Frau Dr. Springer zu verdanken, die über Jillian Weaver von dieser Initiative erfahren hatte. Und 2007 waren wir dann in Chester zusammen und ich habe es noch im Ohr, Corinna, da müssen wir unbedingt hinfahren, da müssen wir dabei sein. Und ich glaube, kein anderer Neonatologe in Deutschland hatte überhaupt etwas mitbekommen, was da gegründet wird. Auch jetzt im Ruhestand hat Frau Dr. Springer immer noch reges Interesse an der Frauenmilchspende und sie hat unseren Kongress gestern schon online verfolgt und sich über die super Vorträge gefreut und lässt alle grüßen. Liebes Kadi, wir können dir nicht genug danken, was du all die Jahre für die Frauenmilchspende in Deutschland gemacht hast. Auch mein persönlicher Dank, Skadi, dass du mich auf die Milchstraße, wie du es immer sagst, gebracht hast. Mit großer Hochachtung vor deinem Lebenswerk und dem unermüdlichen Einsatz für die Frauenmilchbanken, für die Frauenmilchspende und für die Ernährung von früh- und kranken Neugeborenen mit Muttermilch oder Frauenmilch, wenn sie nicht da ist, möchten wir dir die Ehrenmitgliedschaft der FMBI verleihen. Und wenn ich wieder in Leipzig bin, werden wir dich besuchen und dir das Zertifikat verleihen. Und jetzt hoffe ich, du kriegst einen ganz großen Applaus hier aus der Aula.